Von außen ein wichtiges gestalterisches Merkmal ist natürlich auch das Dach. Man kann ein Flachdach haben, man kann ein Pultdach haben oder man kann zum Beispiel auch ein Satteldach haben. Satteldächer werden in der Regel mit Betondachsteinen eingedeckt. Hier haben wir mal ein paar Varianten von Betondachsteinen dargestellt. Los geht's mit der Frankfurter Pfanne, die ist bei uns bei Luxhaus auch immer mit enthalten. Zu den Beschichtungen komme ich gleich noch. Frankfurter Pfanne ist der Klassiker, kennt man, kleine Erhebung, relativ breites Tal. Dann gibt es die sogenannte Harzer Pfanne. Die ist nur so eine Wellenbewegung oben, unten, die ist relativ harmonisch im Bild. Dann haben wir noch die Taunuspfanne, die hat einen relativ hohen Berg mit einem schmalen Tal. Und dann gibt es noch die Tegalit. Die Tegalit ist ganz flach und ist dadurch so ein bisschen die Dachpfanne, die einfach den cleansten Look am Haus von außen gibt, was das Haus eigentlich am modernsten macht. Muss man ein bisschen aufpassen, ist nicht für jede Dachneigung geeignet. Die unterschiedlichen Beschichtungen, die ich gerade schon erwähnt habe, sehen wie folgt aus. Einmal die Klassik-Dachsteine. Das sind die Dachsteine, einfach der Betondachstein. Der hat eine relativ raue Oberfläche. Da können sich eventuell Moose und Flechten relativ schnell absetzen. Dann gibt es die sogenannte Star-Beschichtung. Das ist obendrauf nochmal so ein Mikromörtel, der aufgezogen wird. Der macht die ganze Dachfläche ein bisschen glatter einfach und verzögert das Vermoosen an sich. Und dann gibt es noch die sogenannte Protegon-Beschichtung. Die Protegon-Beschichtung ist so ein bisschen wie beim Cabrio-Sitz. Kennt man das vielleicht von diesen Ledersitzen im Cabrio? Da gibt es so eine Beschichtung, dass die sich nicht so stark erwärmen von der Sonne, dass man keinen Brand kriegt, wenn man sich draufsetzt sozusagen. Ähnlich funktioniert diese Protegon-Beschichtung auch. Dadurch erhitzt sich das Dach gar nicht so dolle und es bleibt unterm Dach auch ein bisschen kühler und verzögert natürlich auch das Vermoosen. Wichtig dabei ist zu wissen, vermoosen oder verschmutzen kann das Dach immer. Egal welche Variante Sie haben, es verzögert sich nur dementsprechend und es lässt sich eventuell auch mal leichter reinigen. Farben der Dachsteine ist man manchmal nicht ganz so frei in der Auswahl, weil manchmal wird es im Bebauungsplan schon vorgegeben, was für eine Farbe man nehmen muss, ob man eher in die Rottöne gehen muss oder ob man eher im Graubereich bleiben muss oder ob man die freie Auswahl hat. Prinzipiell haben Sie auch bei uns die freie Auswahl, je nachdem, wie es Ihnen am besten gefällt.